Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Wir haben aktuell zwei VIPs im Park. Wir haben die Wegpunkte gesetzt, die sie bevorzugsweise laufen sollen. Und wir können eigentlich nur noch hoffen, dass es funktioniert. Also wir können den ersten VIP angucken. Stellen die Geschwindigkeit hoch, damit das nicht so lange dauert, ne? Und auf den, er geht erstmal zur Informationsstelle. Er schlendert weiter. Und dann geht zu Topspin 1. Okay, das war nicht ganz der Plan. Er sollte doch erstmal in das Abenteuerland gehen. So, er läuft hier. Ja. Topspin. Geht's da nicht rein? Jo. Er steht an. Sollte doch eigentlich hier reingehen. Das sollte er doch machen. Gut, wir können noch gucken, dass wir währenddessen ein bisschen die unseren Verkehrswert hochtreiben können. Wir haben, ja, 5000 fehlen nur. Das heißt, wir gucken achterbahntechnisch, ob wir denn hier was hinten hinbauen können. Ich weiß gar nicht, können wir... wir können sogar Darlehen richtig aufnehmen, oder? Nein. Okay. Wir können hier in diesem Park, in diesem Szenario kein Darlehen aufnehmen. Alles klar. Und dann gucken wir mal, wie wir das am besten hinbekommen. Mit unseren verbleibenden 8000 hier was Vernünftiges hinzubauen. So. 18.000, 10.000. 11.500, da ist nichts dabei. So, hier, Lifting? Nee, das. Das ist auf jeden Fall über unsere Budget. Dingerutsche, Flöße, Holzachterbahn. Minenachterbahn ist kein Design verfügbar. Reverse Freefall Coaster. Ja, kostet halt nicht viel, aber ich mag den nicht so. Ja. Hey. Ist nicht so wirklich das meine. Rotierende wilde Maus könnten wir bauen, aber da haben wir ja schon eine. Twister, Achterbahn, umgekehrte Vertical Shuttle. Was kosten die Presse? Auch 14.000. Ich glaube, unsere Pläne, die schwinden noch so ein bisschen. Ja, wir können eine Wasserbahn bauen. Kostet uns 3.400. Gut, dann bleibt es halt letztendlich nur bei der. Bäumchen abgerissen noch. Dass wir das auch auf eine vernünftige Höhe bringen können. So. Alles klar, dann können wir hier in den Ausgang. Können wir gleich hier ansetzen. Okay, wir haben den VIP nicht beeindruckt. Super. Echt klasse. So. Einmal hier ran bitte. Und den Eingang. Ah, wie komisch ist denn das? Okay, lass mal so sein. Manchmal echt ein bisschen zäh. Das Ganze ist auch preistechnisch. Ja, ich würde sagen 2,50. So, alle, die jetzt aus der wilden Maus raus sind, können auch gleich mal hier rein. Ja, wenigstens ein paar. Zwei Stück. Wenigstens zwei Stück. Und ich sehe gerade, hier ist Kacke am Dampfen. So, ich will aber keine Blockaufteilung. Dann kann ich nur zwei machen. Ja, ist aber besser. Ist besser. Gucken, die zwei ist noch drin oder sind die einfach verschwunden? Ne, ich glaube, die sind einfach verschwunden. Die sind, glaube ich, einfach verschwunden. So, VIP verlässt den Park. Er geht heim. Wir setzen den jetzt einfach nochmal hier hinten hin. Ja. Gucken, vielleicht nimmt er noch ein paar Eindrücke mit. Läuft auf jeden Fall an allen unseren Szenerieobjekten vorbei, an allen unseren Sachen. Okay, da hinten an einem großen Tempel ist jetzt nicht vorbeigelaufen, aber hier am Bazar, einmal hier rum. Vielleicht reicht's, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann müssen wir noch ein bisschen was hinklatschen. Alternativ könnte man natürlich auch hier am Eingang eine Seite
Abenteuer und die andere Weltraum. Dann gucken wir mal, haben wir den beeindruckt? Na, komm schon. Na, komm schon. Nicht beeindruckt, okay. Dann versuchen wir jetzt das mal hier. Einfach. Na. So. Einfach auf diese Seite abenteuermäßig was hinzusetzen. Ja, ich nehme die kleinen. Die kleinen. So. Soll anscheinend ebenfalls so gut funktionieren. Und dann sehen wir das ja. Dann bauen wir immer auf der einen Seite diese Dinger hier hin. Die Pferdstatue können wir auch noch hinsetzen. So. Eine Maya-Statue. Ja, eine kleine gibt es ja auch, obwohl die genauso ist wie die andere. Okay. Papagei. Die können wir hier mit hinsetzen. Pirat. Oh, passt denn? Passt hier nicht so gut rein. Hier würde reinpassen. Aber da will ich ja schon gar nichts mehr hinbauen eigentlich. So. Packt man den eben so rein. Den nochmal. Kollegen. Piratensäbel. Können wir hier reinpacken. Ja. Und auf der anderen Seite eben den Rest. So. Gegenüber gleich mal. Hier unseren Roboter wieder. So. Und dann haben wir den Kollegen noch. Hier, den Krater. So. Ist nicht schön, aber selten. Würde ich mal sagen. Den Laderoboter. Dann haben wir noch ein UFO. Die Mars-Kampfmaschine. Die setzt man natürlich auch mit rein. So, hier haben wir noch einen Turm für die Mondbasis. Okay. Ne, das ist uns zu groß, aber wir können noch eine Rakete hinsetzen. Gott, hier ist echt. Ja, ist alles blindlings hier hingeklatscht. Aber es soll anscheinend helfen. Soll anscheinend helfen. UFO Attack Automatik. Ja. Können wir hier noch. Ja, bauen wir hier noch den Vulkanlenser. Ein VIP ist angekommen. Normal sollte es jetzt irgendwie funktionieren. Er läuft auf jeden Fall dran vorbei. Ja, das ist schon mal klar. Der Clint Basten. So, unsere Feuerwerkshow, die läuft. Es ist gerade in dem Moment, wo der Clint kommt, die Information ausgefallen, aber so oft wie der schon hier war, sollte das eigentlich für den kein Problem sein. Er läuft hier durch. Geht kurz zur Information, läuft hier vorbei. Vielleicht läuft er auch endlich mal dahinter, wo er eigentlich hinlaufen sollte. Ja. Das ist schon mal in Ordnung. Das ist richtig gut, dass er nochmal hier hinten durchläuft. Das passt, also, ja, denkt nach, okay, er schlendert. Und er läuft hier rein. Sehr cool. Okay. Also, der kann eigentlich nur, also wenn dieses Mal nicht funktioniert, ihr seht ja selber, er läuft jetzt gerade hier durch. Er denkt nach. Der denkt immer noch nach, keine Ahnung, was er alles so denkt. Ich will auf etwas Spannenderes als fliegende 100.001, ja. Okay, auf jeden Fall ist er hier oben. Bin ich durstig? Er hätte gerne einen Schirm. So. Er ist hier hinten durchgelaufen. Er kann machen, was er will. Ja. Jetzt läuft er nämlich ein bisschen schneller. So. Geht zur Weltraumringe 1. Na, wo ist er denn jetzt? Hier. Ah, er fährt sogar mit. Okay, alles klar. Das ist ansehnlich, auf jeden Fall. Also, wenn das dieses Mal nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir haben jetzt hier da vorne alles zugeklatscht.
Genauso wie beim anderen Kollegen. Der andere Kollege muss hier hinten hin. Können wir noch mal kurz gucken. So. So soll der laufen. Genau so soll das aussehen. Der Clint, der macht das richtig. Der macht das sehr richtig. So. Ein VIP ist angekommen. Hinten kommt er rein. Wo ist er? Hier ist er. Hier ist er. Wunderbar. Dann einmal rum ums Eck. Und am besten dem Weg folgen. Ein paar Hologramme geben, das ist in Ordnung. Hier die ganzen Animatoriken angucken. So, er schlendert weiter. Er ist hier gerade im Tumult, im Trubel des ganzen Parkes. Ne? Wir haben natürlich nur einen Hauptweg dahinter. Ja, klar, dass hier ein bisschen Stau ist, vor allem bei 730 Besucher, die wir aktuell hier haben. Richtig cool. So, wo ist der Kollege? Kollege, wo bist du? Nee. So. Ja, wunderbar, okay. Er ist hier hinten. Er ist hier hinten. Das freut mich sehr. Nein, er ist gar noch nicht hier hinten. Was labert ihr denn? Er ist irgendwo. Wildwasserbahn, Bootsfahrt. Dann ist er hier hinten. Okay. Naja, wir hoffen einfach mal, dass er, nachdem er in der Bootsfahrt war, noch einmal. Ja, hier hingeht, beziehungsweise dass das da vorne einfach funktioniert. So, der Clint, der müsste eigentlich auch zufrieden sein. Ich weiß gerade nicht, wo er sich rumtreibt. Der Clint. Können wir hier. Ja, ist immer noch da hinten. Warte, ich klicke den Clint Basten an. Na, das glaube ich ein bisschen. Okay. So. Ich will das Ding gar nicht haben. Ja, okay, ich kann den also so nicht anklicken. Ich habe mir schon gedacht, hä, was ist denn los? Oh, warum klicke ich denn den Clint an und kriege den Joe? Keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall hat sich auf jeden Fall da unten die Kameraperspektive nicht geändert. Deswegen war das so ein bisschen, ja, verwirrend, würde ich mal sagen. Hier stehen Leute an. Hier stehen sie an. Und sogar an der wilden Maus, wenn sie nicht gerade defekt wäre. Würden sie anstehen? Das ist eigentlich richtig cool. Dass sie immer noch die Attraktion fahren, ist auch nicht immer der Fall. So, Getränke 1 ist kaputt. Schwindelring in der Maus wurde repariert. Und der eine VIP, der verlässt schon den Park, ne? So, der Clint. Also wenn es dieses Mal nicht gereicht hat, dann weiß ich auch nicht, was der noch will. Er geht nach Hause. Und wir gucken uns einfach mal an, was denn die Meldung oben sagt. Na? Solange das Fenster hier unten auf ist. Nicht beeindruckt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch unfassbar. Will der mich veräppeln? Will der mich wirklich veräppeln? Fängt es jetzt genauso an? Wie hier oben? Mit dem Feuerwerk? Will der mich wirklich veräppeln? Der war doch die ganze Zeit hier unten. Wirklich die ganze Zeit. Er ist sogar die Dinger gefahren, die halt extra für diese Themenlage aufgebaut sind. Na, ist hier vorne die, wie heißen? Na. Die Weltraumriege 1 gefahren. Man hat sich das alles anschauen können, ne? Er ist hier durchgelaufen. Nicht mal dieses unnütze Ding da vorne hat was gebracht. Ja. Der andere VIP verlässt den Park, den lassen wir jetzt nochmal, ne? Da gucken wir jetzt nochmal, was der denn dazu sagt. Ob es denn wenigstens ihm gefallen hat.
Nein, wieder nicht. Den Jungs, den hat sie wieder nicht gefallen. Na gut. Da kann ich nichts machen. Ich werde in der nächsten Folge noch da vorne ein paar Sachen mehr hinklatschen. Ist mir dann auch wuppi. Denn ja, was anderes fällt mir nicht mehr ein. Naja gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier vorne noch ein bisschen mehr hinklatschen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin raus hier. Macht's gut. Ciao.